Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Ernährung bei Reizdarm. Das ist ein Darm, ihr Lieben. Was sagt ihr zu der Diagnose Reizdarm? Habt ihr da eine Lösung gefunden? Ist es euch besser ergangen mit zum Beispiel Foodmap-Geschichte? Ist das Problem gelöst worden? Ja, sagt mir, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, welche Erfahrung ihr mit Reizdarm habt. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich hatte jetzt die letzten Tage wieder mehrfach Patienten mit der Diagnose Reizdarm. Leute, ich denke immer, fangen die da draußen an, nicht mehr nachzudenken oder was ist los? Also Reizdarm heißt ja, dass der Darm etwas macht, was er nicht soll oder eine Struktur hat, die gereizt ist. Ne? Dieses Rosane hier ist der Darm, das ist die Gallenblase, dies hier ist die Bauchspeicheldrüse. Wenn wir das umdrehen, ne? Darm, Bauchspeicheldrüse, das ist ja ein Modell, Gefäße, Gallengang. Der Darm an sich hat ja sozusagen eine Reizfunktion, wenn er auf irgendetwas reagiert. Und meine Erfahrung ist, dass es immer einen Hintergrund gibt, warum der Darm gereizt ist. Und zwar könnt ihr gucken, ob es zum Beispiel an einer Fructoseintoleranz liegt. Das heißt, der Fruchtzucker, der im Magen-Darm-Trakt ist, kann dazu führen, dass er gespalten wird, dass der Magen-Darm-Trakt, wenn er durch Viren, Bakterien, Erkrankungen, was auch immer, gereizt ist oder wenn er einfach über Jahrzehnte Probleme kriegt, kann er auf die Fructose reagieren. Es kann sein, dass der Darm auf eine erhöhte Histaminausschüttung reagiert. Das Histamin ist ein Stoff, den wir zum Beispiel bei Allergien kennen, wenn ihr euch an einer Brennnessel wehtut und die Haut sozusagen so quaddeln hat, dann kann man sich gut eine Histaminausschüttung vorstellen. Das heißt, dass sowas kann auch im Darm entstehen. Zudem hat Histamin, also der Darm hat auch Histamin, das heißt die Zellen in unserem Körper, auch in der Nase, im Mund, überall da, wo allergische Reaktionen entstehen können, sind auch Histaminreaktionen. Und die Patienten können auch eine erhöhte Histaminreaktion im Darm haben. Dort ist es so, dass die Mahlzeiten, wenn wir auf die Lebensmittel reagieren, dann kann ich auch eine erhöhte Histaminausschüttung haben, zum Beispiel auch bei Stress. Ja, das heißt, ich kann eine Fructose haben, ich kann eine Histaminunverträglichkeit haben und es gibt eine Sorbitunverträglichkeit, die gehört immer in die ganzen Ersatzzuckersorten mit rein. Die Sorbitunverträglichkeit gehört immer in der Regel mit zur Fructose, aber nicht jeder hat eine Fructose mit einer Sorbitintoleranz oder eine Fructoseunverträglichkeit und eine Sorbitunverträglichkeit, sondern manche haben nur auch das eine oder andere davon. Und was habe ich gesagt? Fructose, Laktose ist ja eher bekannt. Da wissen immer viele, ja, okay, kann ich laktosefreie Milch nutzen? So, was mache ich jetzt, wenn ich wissen will, auf was der Darm gereizt reagiert? Es gibt natürlich noch die Glutenintoleranz. Viele diskutieren immer die Weizenstruktur, das hellere Mehl. Puh, das ist ja keine direkte Unverträglichkeit. Das ist ja auch so eine... Reaktion gehört eigentlich nicht unbedingt in die Unverträglichkeiten rein, sondern eher in die Erhöhung von Blutzucker mit hellen Mehlsorten oder es gehört in das Klebereiweiß rein. Wenn ich auf den Klebereiweiß reagiere, habe ich eine Glutenintoleranz. Das heißt, ihr Lieben, der Reizdarm, finde ich, ist immer eine Diagnose, wenn die Leute nicht nachdenken, was ist gereizt am Darm. Also ihr Lieben, überlegt einfach mal, schaut einfach mal, gerne könnt ihr in die Beratung kommen, wenn das unklar ist. Ich habe diese Woche wieder 3, 4, 5 Leute gehabt, alle Reizdarmdiagnose, die gestern die Patientin hatte sogar, ich glaube seit 17 Jahren Probleme, alles Mögliche ausprobiert. Entschuldigung, wenn ich das sage, die war einmal bei mir in der Beratung, wir sind die Ernährung durchgegangen, wir haben uns angeguckt, wo sie welche Reaktionen hat, mit Durchfall, Blähung, Blähbauch, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Nase laufen. Und dann sind wir relativ zügig darauf gekommen, dass sie auf die Fructose reagiert. Und da ist noch nicht ganz klar, das müssen wir an den Ernährungsprotokollen dann sehen, die hat wahrscheinlich auch eine Histaminreaktion. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel allergische Reaktionen sowieso von euch kennt, dann ist auch der Reizdarm eine allergische Reaktion, zum Beispiel auf das Histamin. Das heißt, in dem Moment kann man schon relativ schnell nach Lebensmitteln gucken, die ein Histamin enthalten. Allerdings ist das nicht immer ganz so einfach, weil Histamin auch über eine Zeit lang im Lebensmittel entstehen kann. Also ihr Lieben, ja, Reizdarm kann man heute lösen. Man muss gucken, was den Darm an der Stelle reizt. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, einen schönen Tag
und hoffe, dass ihr mit der Reizdarmdiagnose ein bisschen was anfangen konntet.